Hallo, ich bin Ramona und das ist ein super leckerer Semmelknödel. Semmelknödel sind eine beliebte Sättigungsbeilage jetzt im Winter und passen hervorragend zu Braten, Rind, Rotkohl oder Geflügel. Und wie du diesen tollen Semmelknödel ganz einfach selbst machst, das zeige ich dir jetzt. Für deinen Semmelknödel benötigst du 10 Scheiben Toastbrot, du kannst aber auch übrig gebliebene Brötchen oder Baguette nehmen, 250 Milliliter Milch, 3 Eier, Salz und Pfeffer, Röstzwiebeln und getrocknete Petersilie. Zusätzlich nutze ich die Mikrowellenkanne, den Rührmix, die Schneidflakes, das Asieri-Kochmesser und einen Topfschaber. Als erstes schneidest du das Toastbrot in Würfel. Und gibst diese in ein hohes Gefäß. Ich nehme dafür sehr gerne den Rührmix. Nun gießt du die Milch über das Toastbrot und lässt es ca. 15 Minuten darin einweichen. Danach gibst du die Eier, die Petersilie, ein paar Röstzwiebeln, sowie Salz und Pfeffer dazu. Nun vermengst du alles zu einer gleichmäßigen Masse. Du kannst dafür deine Hände, einen Mixer oder den Topfschaber nutzen. Zum Schluss füllst du die Knödelmasse in die Mikrokookkanne und gibst diese für 6 bis 7 Minuten bei 700 Watt in die Mikrowelle. Nach ca. 5 Minuten Stehzeit kannst du deinen Semmelknödel direkt auf einen Teller stürzen und servieren. Semmelknödel sind eine schmackhafte Spezialität der süddeutschen, österreichischen und böhmischen Küche. Du kannst deinen Semmelknödel frisch zerteilen und ihn direkt servieren oder übrig gebliebenen Semmel in Scheiben schneiden und angebraten am nächsten Tag als Serviettenknödel servieren. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du deinen Knödel am liebsten magst oder machst und abonniere meinen Kanal, damit du keine Rezepte verpasst. Wenn du eines der genutzten Produkte bestellen möchtest, dann schreibe mir einfach direkt auf mein Handy oder bestelle deine Wunschprodukte ganz bequem in meinem Shop. Den Link und meine Handynummer findest du unter dem Video in der Infobox und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachkochen.